Hallo, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier in das DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum. Mein Name ist Ellen Harrington, ich bin die Direktorin dieses Hauses. Heute Abend ist es uns eine große Ehre, den erfolgreichsten deutschen Filmemacher der Gegenwart bei uns in Frankfurt begrüßen zu dürfen. Michael Bully Herbig dreht seit 20 Jahren Film als Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler und Produzent. Ist er beliebt wie kaum ein anderer. Nach der Sanierung des Hauses stellt bei der Wiedereröffnung seinen Lieblingsfilm vor. Und zwar einen Film, der vielleicht überraschen wird, nämlich Psycho von Alfred Hitchcock. Mein Kollege Urs Spuri wird gleich darüber mit ihm sprechen. Darauf freuen wir uns sehr. Und auch Sie, liebes Publikum, werden Fragen stellen dürfen. Aber nun begrüßen Sie bitte mit großem Applaus hier auf der Bühne Michael Bully Herbig. Dein Applaus. Willkommen in Frankfurt. Vielen Dank. Nimm Platz. Dankeschön. Ja, schön, dass du mal wieder hier bist. Wir haben es gehört, bei der Wiedereröffnung warst du hier. Und da möchte ich natürlich die Frage auch gleich anschließen. Wie kam es denn zu Alfred Hitchcock und Psycho? Wie ich zu Alfred Hitchcock kam. Ja, und dass du ihn als deinen Lieblingsfilm hier ausgewählt hast. Ja, ich habe, ich muss sagen, dass ich schon sehr früh immer Filme gucken wollte, aber nicht durfte. Also es gab, ich komme mir so alt vor, wenn ich sage, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nur zwei Programme. So. Drei, und, oder? Ja, ab und zu drei, wenn die Antenne mitgespielt hat. So, und... Ja, und irgendwann, ich habe das so mitbekommen, dass es immer hieß, oh, heute kommt ein Hitchcock im Fernsehen. Ich wusste aber nie, was das bedeutet. So. Und eines Abends wollte ich mir das eben angucken. Und somit war, sagen wir mal, Die Vögel eigentlich der erste Hitchcock-Film, den ich gesehen habe. Wobei man eigentlich sagen muss, ich habe ihn eigentlich nur zur Hälfte gesehen, weil der Türspalt verdeckte die rechte Seite. So, das heißt, ich habe geahnt, was so passiert. Und das hat mich wirklich gefesselt. Und irgendwann habe ich aber auch gemerkt, dass, klar, wie alt war ich, 11, 12, ich wusste natürlich, dass das ein Film ist, aber mich hat das so fasziniert, dass man, und jetzt hat zum Beispiel gerade dieser Film ja keine Filmmusik, wie es jemand schafft, mit einem Film mich so dazu zu bringen, dass ich wirklich meine Fingernägel in diesen Türstock gekrallt habe, und das hat mich tatsächlich schon ein Stück weit geprägt. Und du hast dann sogar gedacht, habe ich gelesen, dass du den Vertigo-Effekt erfunden hättest. Ja, ja, ja. Dazu muss man, aber ich habe, ja, ich habe, also Vertigo ist ja ein anderer Hitchcock-Film. Natürlich. Und da gibt es, also es spielt so in der, also ich glaube, ich war 13, 14, als die Videokameras so schwinglich waren, also nicht für mich, aber für meinen Nachbarn. Und da haben wir Filme gemacht. Ich habe ihn auch dazu genötigt. So. Und irgendwann hatte ich diese Videokamera so auf der Schulter und gehe so einen Gang entlang und komme aus Versehen auf den Zoom-Effekt. Das heißt, also ich habe mich nach vorne bewegt, aber rückwärts gezoomt. Und dadurch entsteht dieser Saugeffekt. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, boah, ist das ein Hammer. Wow, das ist, wenn ich Filme mache, dann werde ich das einsetzen und die Leute wegblasen mit dem Ding. Ja, so. Und dann habe ich irgendwann Steven Spielbergs Weißer Hai gesehen und sehe dieses... Und denke mir, so eine Scheiße, das hat jetzt einer vor mir gemacht, bis mir irgendwann erzählt hat, das ist ein alter Hut, hat Hitchcock schon in Vertigo gemacht. Deswegen heißt die Scheiße auch Vertigo-Fahrt. Ja, so. Und das war so der Moment, wo ich so dachte, ich muss was anderes erfinden. Aber ich muss jetzt noch eine Frage zu Hitchcock stellen, weil ich habe von Rick Cavanian gehört. Der erzählt manchmal sehr viel Quatsch. Deswegen frage ich, du hättest als eine Art Glücksbringer beim Dreh so eine Überraschungsei-Figur, die so ein Regisseur, so ein Happy Hippo ist, und ja, den hast du Alfred genannt. Total. Stimmt. Ja, das stimmt, genau. Und zwar habe ich, als ich meinen ersten Kinofilm inszenieren durfte, es war 99. Erkan und Stefan. Und so schließt sich der Kreis. Auch ein Film, in dem ich nicht mitgespielt habe. Ne? Und der Rick hat mir damals als Glücksbringer tatsächlich so einen Happy Hippo, die gab es damals in jedem siebten Ei,
kennen wir noch. Unter dem Motto Filmcrew gab es eben auch einen Regisseur und den hat er mir geschickt und geschenkt. Und den habe ich tatsächlich Alfred genannt. Ja. Und den habe ich heute immer noch, wenn ich drehe, in der Hosentasche. Der ist schon völlig... Echt jetzt? Völlig, ja, und die Nase von diesem Hippie ist total weiß abgerubbelt. Weil wenn ich am Set stehe, völlig nervös und so tue, als ob ich alles im Griff habe, rubbel ich immer dran, damit mir eine Idee kommt. Alfred. So. Und dann großartig. Das sind Dinge, die Sie nur im Filmmuseum erfahren können. Ja. Aber was jetzt tatsächlich auch spannend ist, du bist ja eben nicht nur Regisseur, du bist nicht nur Schauspieler, du bist Produzent, du bist Drehbuchautor und wahrscheinlich auch am Schnitt beteiligt. Ein klassischer Autorenfilmer eigentlich, schon immer gewesen. Ja. Steilvorlage. War das ein Anliegen von dir, so zu arbeiten, diese Unabhängigkeit auch zu haben, oder hättest du es dir jemals anders vorgestellt? Ich habe es mir eigentlich ursprünglich anders vorgestellt. Also das war eher fast so wie Notwehr, weil ich, jetzt geht gleich ums Scheitern. Das spielt eine große Rolle in meinem ganzen Leben, weil ich Scheitern immer als, manchmal auch als Glücksfall empfinde. Und mich haben sie tatsächlich bei der Filmhochschule, also was heißt tatsächlich, mich haben sie bei der Filmhochschule nicht genommen. So. München. Ja, München. HFF. Ja, ja. So. Ich habe es noch nicht mal bis zum Vorstellungsgespräch geschafft. Also war eine schlimme Zeit. Haben sie dich inzwischen eigentlich mal eingeladen? Wollte ich mal? Ja, ja, tatsächlich, als Gastdozent. Ja, ja, ich war dort. Viel besser. Ja, ja. So, das war nicht, also bin ich dann hin auf die Bühne, habe gesagt, hat ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich hier. So. Aber wie war die Frage jetzt nochmal? Nee, der Autorenfilm. Ach ja, ich habe es mir eigentlich schon, also wie gesagt, ich wollte eigentlich immer Regie machen und die Filme selber auch inszenieren und deswegen auch der Versuch an der Filmhochschule. Dann die Abzweigung übers Radio gemacht, vorher eine Fotografenausbildung gemacht, weil ich so dachte, ich will auf Nummer sicher gehen, damit mir später der Kameramann keinen Quatsch erzählen kann. So. Dann wollte ich die Gelegenheit nutzen, im Radio sozusagen etwas über Ton zu lernen. Und so kam ich eigentlich zur Comedy, weil ich weder Journalist noch Radiomoderator war. Also haben wir halt Quatsch gemacht. Anrufbeantworter besprochen. Das war noch davor. Okay. Das hättest du jetzt nicht erzählen müssen. So, also über die Anrufe. Stimmt, ja. Stimmt. Ich habe versucht, Anrufbeantwortertexte zu produzieren. Wir sind dadurch nicht reich geworden. Aber es gab dann diesen Anruf von Radio Gong in München, die das irgendwie ganz interessant fanden. Ich war ja damals Jungunternehmer, Anfang 20, und es war eine riesen Marktlücke, diese Anrufbeantwortertexte. Und so habe ich das auch verkauft im Radio. Ich habe gesagt, wir sind da ganz weit vorne. So. Und dann hat das so viel Spaß gemacht, weil ich mir keine Sprecher leisten konnte, haben wir halt selber gesprochen, selber imitiert. Also das war der Moment, wo ich auch meinen Kumpel Rick Cavanian angerufen habe und gesagt habe, du hast eine ganz gute Stimme. So. Und dann kam er ins Tonstudio und dann haben wir versucht zu imitieren. Und er hat dann so Ranitzky, Brandt, ich eher so Boris Becker, Franz Beckenbauer und so. Und das hat anscheinend ganz gut funktioniert und dann kam der Anruf vom Radio und dann haben die mich behalten. Start für eine große Karriere und ja, aber man braucht verschiedene Eigenschaften eigentlich für all diese Jobs an diesem Set, was zu einem Film gehört. Ein Produzent muss was anderes können als ein Regisseur. Ein Regisseur muss was anderes können als ein Schauspieler und ein Autor. Wie passt das zusammen? Hast du da eine Strategie? Verhältst du dich, als wenn du denkst, du bist Regisseur und Produzent zugleich? Da prallen doch sogar teilweise die Ziele aufeinander. Also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht genau beschreiben, weil ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten. Also ich bin da so wirklich reingeplumpst. Das ist vielleicht damit zu erklären, dass diese Dinge, die im Radio gut funktioniert haben, plötzlich auch im Fernsehen funktionieren sollten. Es gab also den Anruf, damals noch von TV München. Das ging aber dann sehr schnell, ein halbes Jahr später rief eben schon ProSieben an. Und ich hatte das ganz große Glück, dass damals auch so ein Stück weit Aufbruchstimmung herrschte bei ProSieben. Das heißt, also die wollten einfach Comedy machen. Und haben mir da was angeboten, so ein Comedy-Workshop mit anderen Comedians. Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin jetzt kein Comedian. So. Ich will eigentlich jetzt auch nicht mit anderen da jetzt sitzen und über Witze diskutieren, sondern ich würde halt gerne selber drehen. Und dann war der Oliver Mielke damals, der Unterhaltungschef bei ProSieben, der fand das irgendwie strange, hat aber gesagt, na gut, okay, dann kriegst du jetzt mal für eine Woche ein Team und dann schreibst du mit deinen Kumpels da Zeug und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Und das, also so eine Chance kriegst du heute kaum noch. Und dann hatte ich da zum ersten Mal
wir haben also mit Rick Cavanian damals schon und Christian Dramitz haben wir so 30 Sketche geschrieben und wir waren so in on fire, dass wir 60 Sketche gedreht haben. Und ich habe zum ersten Mal so das Gefühl gehabt, wow, ey, ich bin jetzt hier, ich habe ein professionelles Team, ich kann hier drehen, ich kann machen, was ich will. Wenn wir Lust hatten auf einen Western-Sketch, haben wir geschrieben. Das war auch nur ein Vorteil, dass man sich die Sachen eben selber auf den Leib schreiben konnte. Und du hast immer selbst geschrieben. Immer, ja. Also ich schreibe alles selber. Ich schreibe auch meine, also selbst wenn ich jetzt eine Laudatio halte oder so, ich kann andere Texte nicht vortragen. Das, ich habe das einmal versucht und es war so hölzern. Das, ich glaube, man merkt es, dass, ob das jetzt aus meinem Schädel kommt oder nicht. Und insofern habe ich immer gern selber auch geschrieben, auch mit anderen zusammen, in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Und insofern kann ich gar nicht so sehr sagen, was mich da jetzt so hingetrieben hat. Also zum Produzenten bin ich eigentlich geworden, weil den Schuh des Manitou keiner machen wollte. Okay. Auch eine geile Geschichte, oder? So. Pech für die anderen. Ja, es kam halt Produzenten. Also es gab schon welche, die gesagt haben, ja, komm, das drehst du im Schwarzwald. So, ist doch sowas wie Helge Schneider. So, Trash. Sag ich, ja, also ich mag Helge, aber es ist was anderes. Schon ein richtiger Western. Dann haben die mich angeguckt in Auto, so wie in Western. So, ja, mach doch das, was du in der TV-Show machst. Ja, schon, aber halt Kino. Und das ging so nicht. Und dann hat man es halt selber versucht. Ne? Dann hast du in Spanien gedreht, was ja auch erstmal zu finanzieren ist, in so einer Frühphase von so einer Firma. Ja. Mich würde interessieren, weil Thomas Kretschmann, der jetzt gerade den Stasi-Offizier gespielt hat, gesagt hat, du bist so ein richtiger Instinktmensch am Set. Du spürst sofort, wenn irgendwas falsch ist. Ist das so? Empfindest du das auch so? Oder wie gehst du am Set vor, wenn du alles koordinieren musst? Also du merkst ja in dem Moment, wenn du drehst, ob eine Szene funktioniert oder nicht. Und das hat ja immer mit Timing zu tun. Also das ist ja auch oft, das werde ich auch oft gefragt, ob das jetzt ein Unterschied ist, ob du eine Komödie drehst oder einen Thriller. Das ist per se schon ein Unterschied, weil es halt ein anderes Genre ist. Aber du achtest einfach hauptsächlich, zumindest ich, immer nur aufs Timing. Und immer fragst dich immer bei jeder Szene, bin ich denn noch im Genre? Also oder verlasse ich das jetzt gerade so? Ist alles spannend genug? Oder ist in der Komödie alles witzig genug? Und dann achtest du auf andere Dinge, aber der Rest ist gleich. Also die Arbeitsweise ist gleich. Es ist jetzt nicht so, dass, also es gibt ja so diese Vermutung, dass an einem Set von einer Komödie dauernd gelacht wird und beim Thriller dauernd. Das ist harte Arbeit bei der Komödie. Nein, es ist oft umgekehrt. Oft bist du am Set von der Komödie und alle sagen, ja, weil irgendwas nicht funktioniert. Und wir hatten auch beim Set, hier am Set vom Ballon, durchaus Spaß. Es war konzentriert. Und natürlich, klar, war man sich bewusst, was man da tut, aber du brauchst auch ein Ventil. Also insofern ist dieser, ich sage mal so, in dem Moment, wenn wir drehen und ich gucke auf den Monitor und schaue mir die Szene an, sitze ich irgendwie schon im Kino. Und dann merke ich ja, ob mich die Szene jetzt packt oder nicht. Und vielleicht ist das, was Thomas mit Instinkt meint. Also wenn da irgendwas nicht funktioniert oder es mir nicht gefällt, dann machen wir es halt anders. Also. Und gleichzeitig bist du Perfektionist. Oder? Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, ob das, ist das ein Kompliment? Naja, dass du so zumindest sehr akribisch arbeitest und es wurde schon so ein bisschen bemerkenswert auch genannt, weil das unter gerade den Comedians in Anführungszeichen überhaupt nicht sonst so der Fall sei. Also du hättest dich da halt total hervorgehoben. Also ich sage mal, wenn Perfektionismus bedeutet, dass man das, was man im Kopf hat, sagen wir mal, so genau wie möglich den anderen zeigen möchte, dann stimmt's. Ja? Das ist manchmal, wie man so schön sagt, Fluch und Segen. Ne? Du hast den Film im Kopf und bereitest wochenlang vor und entscheidest dich für jedes Detail. Und das ist ja von kleinstem Feuerzeug bis Kostüme, Farbe, alles. Also das ganze Konzept entsteht ja vorher und dann hast du ja den Film im Kopf. Und wenn du dann drehst und merkst, du kriegst nicht dieses Bild hin, dann wurschtelst du halt so lange rum, bis das Timing stimmt, bis die Kamera stimmt, bis. Gerade bei dem Film, bei Ballon, war es ja so, es waren ja einige Plansequenzen dabei. Also bei der Komödie kannst du häufig über den Schnitt die Pointe oder das Timing nochmal nachjustieren. So. Hier fand ich es wesentlich aufregender, gerade bei den Szenen mit der Stasi, viel über Plansequenzen zu machen. Und da finde ich zum Beispiel. Also ich kann mich da auch wahnsinnig freuen, wenn sowas gelingt. Ne? Also ich stehe dann schon auch am Set und sage, ja. Zum Beispiel die Szene, wenn sie die letzte Szene, die letzte längere Plansequenz ist ja die
in der Apotheke, die beginnt auf der nahen Einstellung von dem Rezept, die der Apotheker dem Stasimann gibt. Der nimmt das Rezept, geht in einen anderen Raum, die Kamera geht rum, die unterhalten sich, sie stellen fest, es sind die Strelzigs, sie gehen raus, Kamera geht raus, die steigen ins Auto, Kamera fährt hoch auf den Kran und die fahren davon. Ja, das heißt, es ist ein Move mit der Steadicam. Und das war natürlich der Probst, der dann halt 3 Stunden, ja, bis sozusagen der Weg rausgeht. Dann müssen im Hintergrund die Requisiteure dann die Tische wegschieben, damit der mit der Kamera vorbeikommt. Dann muss er draußen auf den Kran steigen. Der Kran muss zur richtigen Zeit hochgehen und dabei den Steadicam-Mann auch mitnehmen. So, und das sind so Dinge, die musst du halt proben. Und wenn sowas gelingt, da freue ich mich dann tierisch. Also da kann ich mich wirklich, also... Cool. Und das leitest du alles an. Also das heißt, da sind wie viele Leute, mit denen du da direkt in so einer Szene zu tun hast? Naja, du hast jeden Tag mit... Riesenset? Ja, das ist immer ein großes Set. Und das ist dann, wenn du Pech hast, hast du auch noch... Was heißt Pech? Also einen Haufen Komparsen dabei. Das ist auch manchmal auch so ein... So... Weil es kann durchaus sein, da fällt mir immer Ridley Scott ein, der mal in einem Audiokommentar eine Riesenszene in dieser Arena da, ne? Und er sagt, er guckt immer nur auf diesen fucking Komparsen da hinten, der gerade irgendwas kaut oder der vorher eine Semmel gebissen hat und er sagt, du hast mir meine Szene zerstört, weißt du so? Das sieht natürlich nur er, ja, aber da guckt man halt dann hin, ja? Und das war, glaube ich, die Frage, ne? Ja. Wenn du Ridley Scott ansprichst, da hört man ja auch schon raus und vorhin Hitchcock, du bist ein Kenner auch der Filmgeschichte. Dich interessiert das, dich hat das schon immer begeistert. Und ich fand es ganz spannend, auch mal in die alten Pressehefte von deinen Filmen reinzuschauen. Da wurde nämlich zum Beispiel bei Traumschiff Surprise Periode 1 gefragt, welche Filme man aus der Filmgeschichte gesehen haben muss, um wirklich alle Pointen zu verstehen. Und das fand ich wirklich spannend, weil das geht dann von Love Story über Dr. Zhivago bis hin zu Flipper. Echt? Ja, ja. Das fand ich bemerkenswert. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Okay, lass mal überlegen. Dr. Zhivago. Hast du gesagt? Echt? Ja. Nein, und das kann man. Vielleicht so wollte ich einfach nur mal was Kluges sagen, ich weiß nicht. Also Flipper ist klar, ne? Weil natürlich der hier am Marterpfahl seinen Flipper macht. So. Aber was war noch dabei? Was? Love Story. Love Story. Ja. Interessant. Ah, ja. Jedenfalls hast du einiges richtig gemacht damit. Mhm. Wenn man einfach nur mal die Zahlen vorliest von deinen Filmen, das, was ich jetzt mal machen werde. Gerne. Erkan und Stefan, dein erster, war schon 1,3 Millionen Zuschauer. Darf ich an der Stelle was sagen? Weil ja, mit diesen Zahlen... Stimmen, ne? Doch, stimmt natürlich. Aber damit können die meisten oft nichts anfangen. Ne? Also man muss dazu wissen, dass die Millionen-Zuschauer-Grenze ist immer Magic. Das war es damals schon. Heute erst recht. Ne? Also insofern spielst du mit sagen wir mal, 800.000 Zuschauer bist du schon auf dem US-Niveau. Ne? Ja, absolut. Also 60% der deutschen Filme, die starten, bleiben unter 20.000 Zuschauer. Das ist der Stand heute. Und ja, jetzt sage ich die Zahlen. Also nur, um diese Zahlen vielleicht noch ein wenig besser noch, einordnen zu können. Noch beeindruckend. Und ich habe erst einfach nur Stefan gesagt. Also 1,3 Millionen für den Debütfilm. Ja, herrlich. Dann, so, jetzt muss ich noch eine Anekdote. Ja. So, dann war es nämlich so, weil das bei 1,3 Millionen schon echt ein Riesending war. Da haben wir damals gerade tatsächlich in Almeria Schule des Manitou gedreht und es purzelten die Zahlen so rein. Und ich habe damals schon zu meinem Kameramann gesagt, oh bitte, lass uns einen Zuschauer mehr machen mit Julius Marito. Nur einen, damit die Leute nicht sagen können, das war jetzt hier so, wie sagt man, One-Hit-Wonder. So. Und Ilona Hüttersen, die ich damals, hier, da sitzt er, seit 20 Jahren arbeiten wir zusammen, macht Management und Presse und hat damals, mit Erkan und Stefan haben wir uns kennengelernt und beim Julius Marito, als du ihn gesehen hast, hat sie damals gesagt, oh, der macht mindestens 1,5 Millionen Zuschauer. Und habe ich gesagt, boah, also wenn der Film 1,5 Millionen Zuschauer macht, dann höre ich sofort mit dem Rauchen auf. Und dann hat deine Frau gesagt, bei 9 Millionen hört sie auch auf. Genau. Bei 11,7 Millionen hat es aufgehört. Das ist der erfolgreichste deutsche Film der Gegenwart. Ja. Das ist schon beeindruckend. Und ich bin nicht trauer. Seitdem geblieben, jawohl. Ja. Ich habe mich gefragt, was ich ganz spannend fand, als ich mir nochmal den Starttermin damals angeguckt habe, das war ja um 9-11 rum.
davor. Also genau, aber der lief davor. Ja dann ein Jahr lang quasi in ja. Kinos. Ja. Hat das eine Rolle gespielt? Also weil es ist ja schon oft so, wenn so eine große Krise kommt, dann ist auch so ein Eskapismus da und das Kino boomt. Ja, wir hatten Kinostart am 19. Juli damals. Das war mitten in den Sommerferien. Das fand ich damals sehr mutig vom Verleih, weil ich so dachte, gehen die Leute da ins Kino? Und hat sich aber als absolut richtig herausgestellt. Also es war ein Ferienfilm. Die Kids und Familien, die in Deutschland geblieben sind, haben sich das angeguckt. Die aus den Ferien zurückkamen, sind auch gleich reingerauscht. Also es war schon richtig so. Und wir hatten eigentlich bis September schon eine gigantische Zahl. Ja? Und dann kam 9/11. Da ging es natürlich erstmal runter. Da sind Leute erstmal überhaupt nicht mehr irgendwo hingegangen. Und dann kam aber, ich weiß nicht, ob das nochmal eine Rolle gespielt hat, aber es hat natürlich nochmal eine extreme Aufmerksamkeit bekommen, diese Wetten-Das-Sendung damals. Weil Pierre Brees war nicht so mit dem Film einverstanden. Also er... Winnetou quasi. Es war nicht so sein Geschmack. So. Und hat vielleicht ein paar Äußerungen gemacht. Was schöner als er. Ja, er hat halt ein paar Dinge gesagt, die, das war natürlich für die Presse ein gefundenes Fressen. Ne? Oh, da, hier, jetzt. Ja, da, jetzt, hier, jetzt. Oh, jetzt gibt es Ärger und so. Und für mich war das so aufregend, weil das meine erste Einladung überhaupt bei Wetten, das war. Und dann haben sie den Pierre Brees auch noch dazu geholt. Also das war für mich ein Riesending. Und man muss eins dazu sagen, ich war immer Winnetou-Fan. Ich habe das geliebt. Anders hätte ich diese Parodie gar nicht machen können. Du musst, wenn du etwas parodierst, musst du eine, zu jedem Film, zu jedem Thema eine Emotion haben. Aber das ging nur, weil ich es geliebt habe. So. Und es war in meinen Augen eine Hommage. Es war keine Verarschung, es war eine Hommage. So, ich bin vor dem auf die Knie gegangen. So, und jetzt saßen wir da, Thomas Gottschalk saß noch zwischen uns. So, ja, und Pierre Brees hat was gemacht, das hat mir so leid getan damals, weil ich glaube, er hat sich schlichtweg verzettelt. Also er hat dann über Respekt gesprochen und über... Dinge, die man sozusagen auch den Indianern angetan hat und hat das so, und ich saß so daneben und dachte, ja, aber ich parodiere ja ein deutsches Phänomen, und zwar die Winnetou-Filme. Darum ging es ja. Ne? Und dann meinte irgendwann Pierre Brees, ich merkte schon, es war eine Live-Sendung, und er redet und redet, und ich merkte, er redet sich um Kopf und Kragen, und auf einmal sagt er bei dem Thema Respekt und das Ergebnis sind die Twin Towers von New York. So. Ja, und alle in diesem Saal wussten nicht, klatschen, nicht klatschen. Es gab so einen Automatismus bei 9/11. Erst haben ein paar geklatscht, dann wieder aufgehört. Und Gottschalk hat zum Glück gesagt, naja, da kann der Junge jetzt auch nicht dafür. Das hat die Situation ein bisschen entkräftet. Aber das wiederum war wieder ein Riesending am nächsten Tag in der Presse. Und ich sage jetzt mal so, es hat natürlich dem Film nochmal einen enormen Push gegeben. Also es ging dann echt nochmal hoch, und ich glaube nicht, dass das die Absicht von Pierre Brees war, aber es hat natürlich nochmal was bewirkt. Kann ihm trotzdem dankbar sein. Dann hast du weitergemacht. Der nächste Film, der wurde demokratisch abgestimmt. Ja, aber auch so ein Ding. War nicht meine Entscheidung, weil ich nach Manitou war es so, es gab ja irrsinnig viele Interviews, und es gab die Frage immer, was kommt als nächstes? Und ich habe immer gesagt, ich weiß es doch nicht. Also wir sind doch jetzt noch beschäftigt damit. Und so. Und irgendwann, mir ging es so auf die Nerven, irgendwann nach, ich weiß nicht, 2 Monaten derselben Frage, hatte ich ein Interview in Berlin und sag, ich lasse jetzt abstimmen. So, steig in Flieger, komm in München an, mach's Radio an, hör im Radio, Bulli lässt über seinen nächsten Film abstimmen. Weißt du? Und ich dachte, das ging sehr flott. Und dann... Und zwar zwischen einem Sequel der Schuh des Manitou, Sissi, Wechseljahre einer Kaiserin, Unser Traumschiff, ein Film, wo keiner mit rechnet, oder Bulli, hör auf mit dem Scheiß. Genau. Und ich war entsetzt, da haben auch Leute für gewählt. Es waren nur 2%, aber immerhin. So, ja. Sehr gut. Aber eigentlich wollte ich ja die Zahlen vorlesen, ne? Ja. Genau. Der Schuh des Manitou 11,7 Millionen, Traumschiff Surprise dann 9,1 Millionen. 9,3. Gut. Ich runde ab jetzt. Vicky und die starken Männer, es lief bei 5 Millionen. Lissi und der wilde Kaiser war über 2 Millionen. Bulli Parade, der Film, war 2 Millionen. Buddy und Ballon sind kratzen an der Million, sag ich mal. Also da ist kein einziger Flop dabei. Und das ist wirklich was Außergewöhnliches. Und ich habe mich gefragt, woran könnte das liegen?
Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht hast du einen anderen Blick darauf, was das Publikum tatsächlich interessieren könnte. Weil die wenigsten Filmemacher in Deutschland scheinen sich mit dem Publikum so dezidiert auseinanderzusetzen. Ist das was, was dich antreibt, so auch das Publikum zu analysieren, was der Geschmack ist? Also zunächst mal machst du den Film so, wie du ihn für richtig hältst und wie du ihn gerne sehen würdest. Ich glaube, das ist mal das Entscheidende. So. Und dann musst du auch Glück haben, dass du den Nerv der anderen auch triffst. So, das ist manchmal schlichtweg Glückssache. Aber dadurch, dass ich wahnsinnig gerne selber ins Kino gehe und auch auf Reaktionen höre, die im Kino passieren auf Filme. Also ich merke ja dann selber, wenn mich der Film jetzt nicht so interessiert, dann schweife ich selber ab und dann beobachte ich die Leute. So, das ist dann manchmal spannender als so ein Film. So, ja. Aber mich interessiert, was Leute sagen oder was sie gerne sehen wollen. Und natürlich war sehr lange auch eine treibende Kraft, wenn Leute geschrieben haben oder mir gesagt haben, dass ich sie mit den Filmen glücklich mache. Das war etwas, so eine Aussage hätte ich nie erwartet, dass jemand zu mir sagt, sie machen mich glücklich. So. Was Schöneres kann man eigentlich nicht sagen. Ja, ich freue mich, ich gucke gerne in lachende Gesichter und freue mich, wenn ich Leute unterhalten kann und amüsieren kann und sie zum Lachen bringen kann, sodass sie vielleicht mal ihre Probleme vergessen. Aber es kamen teilweise herzergreifende Briefe von Leuten, die gesagt haben, ich war mit meiner todkranken Schwester in ihrem Film und es war schön, sie ein letztes Mal lachen zu sehen. Da kriege ich jetzt noch Pipi in den Augen. Und das sind so Dinge, die einen natürlich antreiben und sagt, ja, da ist dann auch jede Kritik egal. Ja, also das juckt mich dann nicht mehr, wenn du so ein Feedback bekommst. Aber irgendwann ist natürlich auch so mal der eigene, sagen wir so, die eigene Motivation, jetzt immer im selben Genre zu bleiben, die ist dann irgendwann, lässt die natürlich nach, weil du merkst, du hast das jetzt schon oft gemacht und willst die Leute halt auch überraschen. Es hat immer auch was mit dem Publikum zu tun. So. Wie kann man das Publikum überraschen? So. Jetzt hast du viele überrascht. Jedes Interview quasi hat eine Standardfrage. Wie kommt es jetzt zum Wechsel ins ernste Fach? Ich war überrascht, dass alle überrascht waren, weil eigentlich hast du das schon in Interviews nach der Show des Manitou gesagt, dass du in 20 Jahren, es passt sogar zeitlich fast, was ganz anderes machen willst. Ja, aber mir glauben die Leute oft nicht, was ich in Interviews sage. Ich habe hab auch nach Erkan und Stefan schon gesagt, dass ich gerne mal den Oscar hätte. Und die meisten haben... sag ich, ja. Ja, und diesmal warst du schon im Oscar-Rennen in der Vorauswahl zumindest. Ja. Gut, dass du das sagst. Ja. So. Nein, also ich meine das ernst und ich meine das noch nicht mal so, das ist noch nicht mal ambitioniert, sondern ist doch klar, ey, wenn du Fußballer willst du in die Champions League oder du willst, dein Traum ist die Fußball-Weltmeisterschaft oder was immer. Wenn du Filme machst, klar, in erster Linie willst du unterhalten, aber so ganz tief in dir drin schlummert ja auch so eine Sache, wo du sagst, wow, das wäre schon so ein bisschen der Olymp, ja, also so Oscar-Preisträger Michael Bulli-Harry, ja, von meinem geistigen Auge kann ich es lesen, ja, so, aber muss man auch was für tun, ja. Keine Ahnung, ob es jemals passiert, aber die Vorstellung finde ich schön. Na klar. Ja. Ich möchte nochmal auf ein Presseheft-Zitat zurückkommen, weil die waren echt alle klasse. Also muss man direkt mal weitergeben. Aus der Schule des Manitou, da gibt es tatsächlich so längere Interviews. Und da sagst du, im Moment habe ich so, Schule des Manitou 2001, im Moment habe ich so das Gefühl, dass ich eines Tages gerne mal komplett das Genre wechseln würde, um die Leute damit zu überraschen. Dann die Frage deines Gegenüber, haben sie dafür irgendwelche Vorbilder im Kopf? Hitchcock? Nee. Oh. Natürlich Tom Hanks, hast du gesagt. Ah, ja. Der sich zunächst als Comedian etablierte. Krass, so lange ist das her? Und genau, nur dass das extremer beim Ausfiel, weil dann kam Philadelphia und das war quasi der komplett Clash zu dem, was er vorher in Comedy gemacht hat. Ist das gleich geblieben? Ist das was dich reizt, so jetzt in so was Ähnliches quasi in Deutschland zu schaffen? Nein, es ist so, dass bei Tom Hanks war es ja in seiner Funktion als Schauspieler. Ne? Das glaube ich, ist bei mir jetzt nicht so der Fall. Also ich bin mir schon darüber im Klaren, dass mit dem Gesicht fällt es den Leuten vielleicht ein bisschen schwer, so mich da jetzt so zu akzeptieren, sag ich mal. Aber du kannst natürlich als Regisseur oder als Filmemacher kannst du ja zwischen den Genres hin und her springen. Und wie gesagt, also es ist für mich kommt es ja nicht von heute auf morgen. Also ich gucke ja auch zu Hause auch nicht dauernd Komödie. Ja? Guck mir alles an. Ich gucke mir auch, also
ich gucke mir auch Arthouse-Filme an. Also nicht falsch verstehen. Also ich gucke mir alles an. Ja? Du hast eine riesen DVD-Sammlung bei dir. Sehr groß, ja. Wie viele? Wie viele? Mhm. Komm, du hast sie doch gezählt. Ja, ja. Aber es klingt so nerdig. Ja, bitte. Ich habe sie sogar nach Studios sortiert. Kannst du das vorstellen? Studios? Oh. Mir war so langweilig. Okay. So. Mach mal wieder einen Film. Ne? Ja, das Problem ist, ich bin ehrlich gesagt mit dem Zählen nie wirklich durch. Ich hab mich immer verzählt. Ich habe dann immer irgendwann ab einem gewissen Punkt, aber es müssen über 1000 sein. Also wow. Mindestens. So, cool. Ja, weil das sind Klassiker dabei und irgendwelche nerdy Fanboxen und so. Ja. Sehr schön. Ja, aber jetzt kommen wir ein bisschen auch zum Film selber, zu Ballon. Das ist die Welt des Thrillers, nachdem du vorher auch schon diverse Genres ja durchgemacht hast mit deinen Persiflagen, Western, Science-Fiction, Abenteuerfilmen, da war ja im Grunde alles schon dabei. Aber es ist halt auch eine wahre Geschichte. Und dann habe ich mich jetzt gefragt, 1979, da warst du 11, wie hast du das, hast du es damals mitbekommen oder kam das erst durch den Film, der dann 82 entstand? Nein, ich habe das mitbekommen. Ich bin in München aufgewachsen mit einer alleinerziehenden Mutter. Das heißt, wir hatten unseren Alltag irgendwie zu bewältigen, hatten also keinen Kontakt oder Verwandte, Bekannte in der DDR. Aber ich habe diesen Sterntitel gesehen. Der Stern hatte damals die Exklusivrechte. Da war dieser Ballon drauf. Ich habe das schon mitbekommen, dass da zwei Familien von dem einen Deutschland in das andere mit diesem Ballon rüber gemacht haben und dass das wohl nicht so ungefährlich war. Ich konnte das aber politisch nicht zuordnen. Also wir hatten das in der Schule zu diesem Zeitpunkt de facto noch nicht. Und dann hatte ich die erste Verfilmung mit dem Wind nach Westen von Disney. Das war Anfang der 80er. Mit John Hurt und Bo Bridges. Mhm, genau. Habe ich im Fernsehen gesehen in den 80ern. Und da war ich dann so alt wie der Frank im Film, also Teenager. Und das hat mich dann schon extremst bewegt, muss ich sagen. Und diese Geschichte ploppte bei mir tatsächlich in regelmäßigen Abständen immer wieder mal so auf. Ja? Und als es dann irgendwann bei mir so, irgendwann war ich wirklich gefühlt reif wie eine Tomate für so ein Genrewechsel, dachte ich mir, jetzt komm, das wäre doch eigentlich ideal. Das ist historisch, das ist das basierend auf der wahren Geschichte, ein besseres Drehbuch, also soll nicht zynisch klingen, aber wenn du dir so ein Drehbuch ausdenkst, würden alle sagen, mach mal nicht so dick, also es ist ja alles da, du kannst es für die große Leinwand inszenieren, also war für mich eigentlich das perfekte Projekt so. Wenn nicht die beiden Familien damals die Rechte an dieser Geschichte an Disney komplett verkauft hätten. Ja. Das hat es ein bisschen schwerer gemacht wahrscheinlich. Ja, für mich war wichtig, dass die beiden Familien ihr Okay dazu geben. Wollte vor allem vermeiden, dass irgendwann einer sagt, okay, jetzt kommt der Komiker aus Bayern und will uns erzählen, wie die DDR funktioniert hat. Also insofern war mir das sehr, sehr wichtig, dass wir die beiden Familien im Boot haben. Hab dann erst den Herrn Strelzig und die Frau Strelzig besucht. Die sind zurück nach Pößneck. Tatsächlich nach der Wende. Ihr Haus wurde ihnen eigentlich erst enteignet und sie haben es dann aber zurückbekommen. Und das war schon das erste Detail, was mir so aufgefallen ist, dass ich so dachte, guck mal, keiner verlässt gern seine Heimat. Ne? Sie sind dann einfach wieder zurück. Ja? Und ich war dann auch in diesem Originalhaus. Ich habe mir alles gezeigt, unten den Originalkeller, wo die genäht haben. Als wir im Garten waren, habe ich gesagt, ja, hier, da hat der Stasi-Nachbar gewohnt und so. Also ich konnte mir ein richtiges Bild von der Situation machen. Und nach 10 Minuten war dem auch vollkommen klar, dass ich das ernst meine und beide waren auch damit einverstanden, dass ich diesen Film mache. Dasselbe Gespräch hatte ich dann auch mit der Familie Wetzel. Und dann gab es eben diese Verträge, die ich nochmal sehen wollte. Und ich habe das drei Anwälten gezeigt, die haben alle gesagt, don't touch it. Also das ist für mit Haut und Haaren für... Die hatten alle Rechte. Alle Rechte. Ja. Also wenn du den Film machen willst, musst du entweder... Namen, Orte, alles verändern. Es ist ein historisches Ereignis, also theoretisch könnte diesen Film jeder machen, aber mir war eben wichtig, dass wir die Dinge beim Namen nennen können und dass wir da authentisch sind und deswegen brauchte ich quasi die Remake-Rechte für diesen Film. Und da kommt dann Roland Emmerich ins Spiel. Ja, ich habe dann 2 Jahre versucht, an diese Rechte ranzukommen und die in L.A. werden sich auch gedacht haben, was will denn der Komiker aus Bayern jetzt von uns? So, also ich bin da überhaupt nicht rangekommen, ich habe es über Strohmänner versucht und hier und hat alles nichts gebracht und dann war ich wirklich kurz vor der Aufgabe und dann, und es klingt jetzt echt so ein bisschen posermäßig, aber ich habe Roland Emmerich angerufen. Ist auch der Einzige, den ich da kenne. So,
Und, natürlich. Ja, so, und bin zu ihm rübergeflogen und dann saß ich bei ihm so in der Küche und habe ihm das so erzählt. Und das war so, das war irgendwie cool, wie er reagiert hat, weil er hat doch noch so einen leicht schwäbischen Akzent. Und dann hat er auch sofort verstanden, was ich da erzählen möchte. Und er hat es nur übersetzt mit ah, German Argo. Und sage ich, ja, genau, German Argo, genau. So. Und dann sagt er, ja, er hat noch nie mit Disney gearbeitet, aber er kennt jetzt einen, der von Sony dahin gegangen ist und der andere von Warner. Ich rufe die jetzt mal an. Und es war so ein bisschen frustrierend für mich, ja, weil ich habe 2 Jahre lang habe ich da angerufen, ja. So. Und er sagt, ich rufe da jetzt mal an, ja. Und eine Woche später hatte ich meinen Termin bei Disney, ja. Fassbar. Ja. Also insofern bin ich Roland Emmerich da dankbar, weil ohne ihn hätten wir die Rechte nicht gekriegt. Ja. Ich würde gerne tatsächlich kurz mal noch bei dem Original bleiben. Ich habe mir das nämlich nochmal angeschaut. Night Crossing heißt er. Und das hat zum einen historisch eine ganz spannende Bewandtnis, weil das war so ein kleiner Skandalfilm. Die Berlinale hat den damals abgelehnt. Und die Springerpresse witterte da so ein bisschen eine Anbiederung an die DDR. Und dann haben die als Gegenveranstaltung zur Eröffnung der Berlinale 82 den Film nochmal selber quasi positioniert dort in Berlin und eine eigene Veranstaltung gemacht. Und der Spiegel hat das beschrieben mit dem wunderschönen Zitat, wie Tick, Trick und Track sich die Ostzone vorstellen. Also es ist so ein ganz sensationsheischendes Actionspektakel. Jetzt gilt dein Film als Remake wahrscheinlich. Wie viel hast du den nochmal angeguckt gezielt oder hast du gesagt, das bleibt in meiner Erinnerung irgendwie verschwommen? Weil ich hatte so das Gefühl, so 2, 3 Szenen... Na, es war so, ganz ehrlich, ich habe gesagt, jetzt habe ich für die Remake-Rechte so einen Haufen Geld hingelegt, jetzt gucke ich auch, was ich da klauen kann. So, war nicht viel, war echt nicht viel. Also diese, wie war das Zitat von Tick, Trick und Track sich die Ostzone vorstellen. Also ich sage jetzt mal ganz diplomatisch, so ähnlich hat sich Günter Wetzel auch ausgedrückt, ja? Weil das habe ich festgestellt, als ich mit ihm das erste Mal gesprochen habe, der mochte den Film überhaupt nicht. Also der, deswegen war der auch so skeptisch, also der hat so ein bisschen Angst davor gehabt, dass jetzt nochmal einer daherkommt und das Baby nochmal irgendwie gegen die Wand fährt. Er fand es gar nicht richtig, er hat nichts gestimmt, also es war sehr aus amerikanischer Sicht. Und insofern habe ich mir, sag ich mal, ein paar Inspirationen vielleicht daraus geholt, aber viel war da nicht zu holen, sage ich ganz ehrlich. Also aus heutiger Sicht, es gibt viele Leute, die den Film noch mögen und die ihn auch kennen, aber auch auf die Frage, muss man den Film jetzt nochmal machen? Ja klar, also zum einen, die erste Verfilmung kennt kaum jemand, eine jüngere Generation schon gar nicht, und ich glaube, dass man eben auch große Vorteile hatte, weil wir hatten Einblick in die Stasi-Akten, es waren 2000 Seiten. Klar, das hatten die damals noch nicht. Das hatten die nicht, die wussten auch nicht, dass 10 Jahre später die Mauer fällt, und somit konnte man die Geschichte auch ein bisschen anders ansetzen. Mhm. Also diese Parallelerzählung konnte man viel, viel detailgetreuer nacherzählen. Das Schöne war, dass eine Szene tatsächlich ähnlich ist, dass eben die Doris, die Mutter, vor der Flucht noch zu Hause aufräumt und sauber macht. Ja, das liegt aber daran, dass es wirklich passiert ist. Ach Quatsch. Ja. Okay. Das ist nämlich auch lustig. Viele denken, das hätte man aus dem Film geklaut, aber es ist einfach das, was stimmt. Wann? Ja. Also das war, sie hat auch original gesagt, es soll niemand denken, dass ich eine schlechte Hausfrau bin. Das ist ein Originalzitat. Ja. Aber der Hauptunterschied für mich war vor allen Dingen auch das Frauenbild zu deinem Film. Weil dort sind die Männer, die agieren, auch die Jungs sind das, und die müssen dann den Müttern helfen, weil die sind am Rande der Verzweiflung. Und bei dir sind das viel, viel stärkere Figuren. War dir das wichtig, auch so ein ausgewogenes Cast zu machen, wo wirklich Männer wie Frauen da jeweils ihren Input geben, dass diese Flucht dann gelingen kann? Na, ich habe, also es ist so, die Sehgewohnheit heute ist natürlich eine andere, und das Publikum erwartet heute auch, wie man so, ich mag den Ausdruck nicht starke Frauenfigur, ja? Weil das würde man bei einer Männerfigur nie sagen. Man würde nie sagen, es ist eine starke Männerfigur. Ja? Also insofern, glaube ich, ging es mir eher darum, sehr stark an den Originalfiguren, an den Vorlagen dran zu sein. Und ich habe beide Frauen einfach anders kennengelernt. Also die Petra Wetzel ist eine total lustige, lebensfrohe Figur. Und wenn ich die jetzt im Original mir angucke, denke ich mir, also bitte nicht falsch verstehen, aber was bist denn du für ein hysterisches alter Schwede, lass die doch zu Hause, weißt du so. Also das war nicht schön erzählt. Also, das stimmt wirklich. Ja, und die andere, die Doris, das war immer so das Mütterchen, ja. Und so. Vielleicht war das
in Anfang der 80er vielleicht die Art und Weise, wie man das erzählen musste. Ich weiß es nicht. Also mir hat es überhaupt nicht gefallen und den Herrn Wetzler auch nicht. Ich habe mich eher ich habe mir die ja genau angeguckt, die beiden Familien. Ich habe viel mit denen gesprochen. Allein den Peter Strelzig habe ich 2 Tage lang gefilmt bei Interviews. Dieses Videomaterial haben auch die Schauspieler zur Verfügung gekriegt. Also wir wollten einfach da sehr, sehr nah dran sein. Und erzähl mal, wie hat es jetzt denen gefallen? Das war ja bestimmt ein spannender Moment. Ja, also beim Peter Strelzig tut es mir wahnsinnig leid, weil der ist vor 1,5, 2 Jahren verstorben. Der konnte den Film nicht mehr sehen. Und ich habe beiden Familien den Film auch erstmal getrennt gezeigt, weil, ohne jetzt näher darauf einzugehen, die haben sich nach der gelungenen Flucht, sagen wir mal, diplomatisch auseinandergelebt. Da gab es keinen Kontakt mehr. Der Kontakt war nicht mehr gewünscht. So. Deswegen hatte ich die Gespräche auch getrennt voneinander geführt. Und die erste Vorführung hatte ich mit Petra Wetzel und Günter Wetzel. Und ich wusste ja, dass Günter da sehr, sehr skeptisch ist. Also der hat mir auch die erste Drehbuchfassung, eine sehr frühe Fassung, hat mir auch direkt um die Ohren gehauen. Also das war gut, ihn dabei zu haben. So. Und dann lief dieser Film 2 Stunden lang und es war mucksmäuschenstill. Ne? Und ich sitze da und denke mir, oh, was passiert, wenn dieser Film jetzt zu Ende ist? Ne? Da kam nicht einmal sowas wie oder irgendwas. So. Und dann war der Film zu Ende und die Petra Wetzel klatscht in die Hände, als ging es also wirklich um ihr Leben und ihr liefen die Tränen runter und sie fällt mir um den Hals und sagt, also wenn jemand weiß, wie diese Geschichte ausgeht, dann bin ja ich das. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, wir schaffen es nicht. Und also das größte Kompliment. Das war der Hammer. So, ja, und dann gucke ich so zum Günter Wetzel rüber, was der sagt. Und in seiner Euphorie, ja, er ist ja ein sehr introvertierter, sagt er, ist ein sehr schöner Film geworden. So, ja, also für Ritterschlag. Mich war das, absolut, ja, ja. So, und jetzt passiert aber was ganz Tolles, weil nach dieser Vorführung haben wir sie gefragt, ob sie denn auch zur Premiere kommen möchten und ob es da irgendwas zu bedenken gibt, wenn man jetzt auch die Familie Strelzig einlädt und so. Und dann hat er seine Visitenkarte rausgeholt und hat gesagt, ach, wissen Sie was, geben Sie die mal dem Frank, also dem älteren Sohn, der soll mich doch mal anrufen. So. Und das Ende vom Lied war, dass beide Familien sich das erste Mal nach 25, ich weiß nicht wie viele Jahren, auf der Premiere das erste Mal wieder gesehen haben. Wow. Und der Moment nach dem Film, als beide Familien auf die Bühne gebeten wurden, da gab es keinen Halt mehr. Da sind die Leute aufgesprungen. Das war ein richtiger Gänsehautmoment. Also insofern hat der Film auch noch so ein Happy End für die beiden Familien. Ja, ich finde, da kann man auch mal klatschen. Das ist richtig toll, sowas ermöglicht zu haben. Eine letzte Frage noch zu mit dem Wind nach Westen. Ich finde es ganz spannend, dass du diesen Film dir ausgesucht hast, weil da spielt auch Sky Dumont mit. Ja. Er ist einfach überall. Hast du ihn da entdeckt? Der Santa Maria spielt in der Schuh des Manitou. Ja, also ich sag mal ganz diplomatisch, er hat beim Schuh des Manitou den besseren Auftritt. Definitiv. Ja. Ja, das ist ein ganz aktueller Film natürlich auch. Da sind Themen drin, die spielen eine große Rolle. Es ist diese Freiheitssehnsucht. Klar, Menschen begeben sich auf die Flucht, lassen alles zurück. Das ist natürlich was heute auch in unsere Zeit passt. Das ist ja nicht nur ein historischer Film. War das auch wichtig, dass du sowas mit drin hast, dass du vielleicht auch noch eine Botschaft damit verpackst? Oder ist das zu viel aus deiner Sicht? Das hat sich tatsächlich entwickelt. Also als wir vor 6 Jahren mit dem Projekt gestartet sind, ich wollte keinen Film über die DDR machen oder pauschal hier jetzt den Moralapostel spielen. Ich wollte einfach die Geschichte dieser beiden Familien erzählen und das so spannend wie möglich. Und wir haben während der Drehbuchentwicklung und während wir dann an den Dialogen gearbeitet haben, im Laufe der Jahre festgestellt, dass das plötzlich so eine gruselige Aktualität bekommt, weil uns die Realität so eingeholt hat. Du hast 7 Jahre dran gearbeitet. Mhm. Also, wir mussten ja auch noch die Rechte besorgen. Das hat es ein bisschen in die Länge gezogen, so. Aber das hat uns auch, das war auch gut, weil wir die Möglichkeit hatten, das Buch mal ein halbes Jahr zur Seite zu legen und es dann wieder frischer zu lesen. Das hat auch was bewirkt und so. Ich fand es dann, ehrlich gesagt, ganz gut, dass wir so plötzlich irgendwie eine Aktualität, eine Relevanz da reinbekommen. Wollte niemanden damit belehren oder will auch niemandem eine Haltung aufzwingen, aber ich habe so gedacht, naja, wenn die Leute aus dem Kino gehen und,
und da eine Parallele sehen und womöglich sich darüber mal Gedanken machen, dann kann das ja nicht schaden. So. Gleichzeitig warst du auch hier sehr präzise in dem, wie du die DDR dargestellt hast. Ich glaube, das war auch wichtig, weil du es vorhin gesagt hast, da kommt dieser bayerische Komiker. Du hast wirklich tolle Leute um dich gehabt. Der ist Szenenbildner, der Bernd Lepel, der hat beim Bader-Meinhof-Komplex und bei der Untergang auch mitgewirkt. Die Lisi Christel ist auch eine ganz tolle Kostümbildnerin. Die Requisitenfrisuren, das stimmt irgendwie alles, bis hin zum Türklingeln oder so. Ich glaube, ich habe gelesen, DDR, Menschen, die aus der DDR kommen, die das erlebt haben, die haben sich da erkannt gefühlt. Wie sehr musstest du dich da reinfuchsen, bis du das selber auch am Set gespürt hast, das stimmt alles? Also ich habe, meine Hauptaufgabe war, finde ich, so die ersten 4-5 Jahre einfach nur zuhören. Ich habe nicht nur mit den Zeitzeugen, den beiden Familien viel gesprochen. Ich habe es immer so verglichen, das ist so lustig, ne? Wenn du zum Beispiel, nur als Beispiel, wenn du eine schwangere Frau zu Hause hast, dann siehst du überall nur noch schwangere Frauen. Ne? Das ist so. Ja. Und so ging es mir mit dem Stoff. Ich habe auf einmal überall nur noch Geschichten von ehemaligen DDR-Bürgern gehört. Leute, die geflüchtet sind, Leute, die darunter gelitten haben unter dem System. Und daraus hat sich mir so ein, es war wie so ein Mosaik, was ich so erkennen konnte, so für mich. Und vielleicht hat es dem Film auch ganz gut getan, dass jemand wie ich sich das so angeeignet hat oder so entdeckt hat und versucht hat zu interpretieren. Und der Film, ich habe immer gesagt, der braucht so eine Art DNA. Also wir brauchen nicht nur Leute hinter der Kamera, die diese Welt noch kannten oder kennen, sondern auch Leute vor der Kamera. Und da war zum Beispiel Thomas Kretschmann ein ganz großer Gewinn. Thomas ist ja selber in der DDR aufgewachsen und hat eine eigene Fluchtgeschichte. Ja. Ist selber geflohen, auch haarsträubende Geschichte. Und er ist jeden Tag nach Drehende zurück ins Hotel und war fix und fertig. Das hat bei ihm natürlich auch nochmal was gemacht. Ich glaube, ein Stück weit auch Verarbeitung. Und er saß so einem Typen, wie er ihn darstellt, auch gegenüber. Also er konnte das wirklich am eigenen Leib nachvollziehen. Und das hat, glaube ich, enorm viel dazu beigetragen, wie der Film geworden ist. Und ein anderes kleines Beispiel, auch unser Tonmann am Set, auch ehemaliger DDR-Bürger, den ich gebeten hatte, sofort zu schreien, wenn er irgendwas Falsches hört. Einen falschen Ton, falsches Wort. Und irgendwann ist man so. Whatever. So, irgendwann rutschte im Schauspieler mal ein Okay raus. Und dann hat der gesagt, nee. Wir durften nicht Okay sagen. Also wenn er hat sich mal im Kindergarten eine eingefangen, als er Okay gesagt hat. Und solche Dinge hörst du dann und obwohl du denkst, du hast schon alles gehört. Und das fließt natürlich alles in so eine Stimmung mit ein. Und das größte Kompliment ist natürlich am Ende, wenn Leute sagen, genau so war es. Ja. Also ich finde, es gelingt dir ganz wunderbar, diese Atmosphäre einzufangen, dass alles irgendwie Bedrohung ist. Das sind die Blicke auf jeden Fall. Also da gibt es manche, die bleiben einem so richtig im Nacken so sitzen. Jeder ist verdächtig, jeder könnte gefährlich werden. Klima der Angst, alles hat so eine Doppeldeutigkeit. Ja, aber mir war auch wichtig, dass wir für jede Haltung in diesem System einen Charakter haben. Ne? Also es gab ja auch Leute, die sich irgendwie mit dem System arrangieren mussten oder auch wollten. Wenn du mit den Leuten sprichst, dann werden dir die meisten sagen, als Kind haben wir die DDR geliebt. Ja? Also Kinder haben sich da sehr wohl gefühlt. Und deswegen waren mir auch diese Kinderfiguren sehr wichtig, das auch mit aus deren Sicht mal zu zeigen. Auch die berechtigte Frage, was macht man denn, wenn es uns da nicht gefällt? Uns geht es doch eigentlich gut hier. So. Auch die Kindergärtnerin war für mich eine ganz wichtige Figur. Ganz, ganz wichtig. Einfach um zu zeigen, diese Frage, dass nicht alle denunziert haben. Mit dem, was macht dein Vater? Und du kannst es mir doch sagen. Das hat wirklich stattgefunden, ne? Dass sie allerdings den Verrat da nicht begeht. Das war dann sozusagen eine neue Szene, die dazu kam, weil mir das einfach sehr wichtig war, dass man das auch zeigt. Bevor Sie Fragen stellen können, muss ich dich noch zur Musik befragen, weil ich finde das ganz großartig gelungen, wie du von der ersten Sekunde an uns da reinziehst. Das ist wie so ein, ich habe mal gehört, du hast gesagt, so ein Pulsschlag. Das ist genau dieses Klima, was uns da immer weiter reinzieht, diese Spannung aufbaut. Und obwohl die Geschichte den meisten bekannt ist, auch da der Vergleich Titanic, da weiß man auch, wie es ausgeht, am Ende entscheidet halt dadurch, das Wie. Und diese Musik, die eingespielt ist, glaube ich, vom Deutschen Filmorchester Babelsberg, also ich finde die auf eine ganz, ganz spannende Weise gelungen, weil die den Spagat schafft zwischen ganz großem Kino und so ganz kleinen, leisen Tönen. Wie hast du da gearbeitet? Also ich habe ja mit dem Ralf Engmeier einen ganz ausgezeichneten Filmkomponisten und mit dem habe ich auch jeden Film gemacht bisher.
Und der Ralf, finde ich, kann eine Sache wahnsinnig gut. Also auch so, also bei einem Western brauchst du Western-Musik, ne? Bei einem Sissy-Film brauchst du ein bisschen Wiener Schmäh und so. Und das kann er alles ganz, ganz ausgezeichnet. Und wir haben uns natürlich vorher über die Musik immer unterhalten, aber bei diesem Film war es dahingehend neu, weil wir gesagt haben, okay, ich hab zu ihm gesagt, Ralf, diesmal, ich brauche diesmal keine klassische Filmmusik, sondern ich brauche eine Stimmung. Ja? Und die Leute sollen am Ende gar nicht wissen, ist das Atmosphäre, ist das Sounddesign, ist das womöglich Musik? Ich habe mal was sehr Schönes gehört von einem Kinobesucher, der meinte, er wusste irgendwann nicht mehr, spürt er jetzt gerade seinen Puls oder kommt er von der Leinwand? Also, dass das so ineinander übergeht. Und da ging es hauptsächlich um tatsächlich dem Stilmittel und sozusagen, da ist jemand eingeschlafen. So. Soundeffekt. es wollen Fragen gestellt werden. Wahrscheinlich, ja. So, nein, dass du sozusagen nicht nur die Stimmung im Land durch Optik und durch Dialog widerspiegelst, sondern eben auch durch Geräusche, durch Musik und dass das so eins wird. Also ich finde auch, dass der Ralf da einen super Job gemacht hat. Ne? Ja, kann man nur weitergeben und den Applaus weiterschicken. Wenn Sie Fragen haben oder Kommentare, sei es zu Ballon oder anderen Filmen von Bully, dann geben Sie ein kurzes Zeichen. Die Kollegen kommen dann mit dem Mikrofon zu Ihnen, auch wenn das jetzt abschreckend sein mag. Trauen Sie sich gerne. Ich habe noch lange nicht alles gefragt. Ja, hier ist die erste Frage. Warten Sie kurz aufs Mikro. Ich wollte mal gerne wissen, warum der Leander Hausmann erwähnt wird. Ah, sehr gut. Mhm. Es war so, dass die Drehbuchentwicklung ging bis zu einem gewissen Punkt mit den beiden Drehbuchautoren Thilo Röscheisen und Kit Hopkins. Als dann der Punkt erreicht war, indem ich gesagt habe, gut, okay, jetzt stimmt die Dramaturgie, jetzt haben wir den Suspense, jetzt haben wir das, was ein Thriller braucht, haben wir jetzt schön vorbereitet, jetzt gehen wir mal in die Dialoge rein, ja, und auch in die, noch ein Stück weit mehr in die Emotionen. Und das war der Zeitpunkt, wo ich dann den Leander, der ja nur auch aus der DDR stammt und der ja auch nicht nur Dramaturg, Drehbuchautor, Theaterregisseur, Filmregisseur, Sonnenallee unter anderem macht, NVA. Hotel Lux, ja, da habe ich ihn ja kennengelernt, ja, da hat er Regie geführt. Und ich habe ihn da schätzen gelernt und ich halte ihn für einen außerordentlich guten Autoren. Und weil er diese Welt auch kannte, habe ich ihn gebeten, mit mir durchs Drehbuch zu gehen. Und dann haben wir uns tatsächlich 2 Wochen nochmal eingesperrt und sind das ganze Buch durchgegangen, um die Dialoge zu prüfen, ob der Ausdruck stimmt. Und ich habe zum Beispiel dem Leander auch die Szene in dem Speisesaal zu verdanken, weil er irgendwann meinte, geh doch mal aus diesen Verhörräumen raus. Ja? Der Seidel ist ein Gönner. So, ne? Und allein durch den Satz, am Anfang muss ja nicht immer der Verhörraum sein, ist ja ein Signal, mir kannst du vertrauen. So, ne? Und daraus ist diese Szene im Speisesaal, die ich sehr mag, auch entstanden. Also insofern hat er da durchaus seinen Anteil daran, an den Dialogen. Wenn wir gerade beim Namen sind, Regieassistent Jan-Sebastian Ballhaus, das ist der Sohn von Michael Ballhaus. Richtig, ja. Wie kam das? Ich brauchte einen First AD. Okay. Und pass auf, es kam, na, natürlich, ich hatte sehr lange einen hervorragenden ersten Regieassistent, den Chris Doll, der damals bei, hat jetzt mit dem Film nichts zu tun, aber es ist ein netter Werdegang, der war bei Shoot Is My Tour mein Video Operator, Praktikant. Bei Traumische Surprise war er schon mein Set-Aufnahmeleiter und bei Vicky war er schon mein First AD, mein erster Regieassistent. Hat er bei Buddy noch gemacht und heute produziert er selber Filme, hat unter anderem jetzt Beat, die Serie produziert von Marco Kreuzbeiner oder auch 4 gegen die Bank, in dem ich da mitgespielt habe. Und der ist mir weggebrochen. Der produziert halt jetzt. Und Ballhaus war, der Sebastian war eine Empfehlung von meinem Kameramann, dem Thorsten Breuer, der wiederum davor mit ihm Jim Knopf gemacht hat. Und dann haben wir uns getroffen, haben uns sofort verstanden und hat super funktioniert. Ja. Eine Filmemacherfamilie. Gibt es weitere Fragen? Oder auch Kommentare, wie Ihnen der Film gefallen hat? Das ist auch bei 1 Million Zuschauer immer noch spannend für Bulli. Ja, da. Also jetzt auch nochmal zum Film Ballon. Wir hatten ja jetzt gerade im Gespräch auch das Thema Timing. Für den Thriller ist es ja normalerweise
sehr üblich, dass man die Spannung dann löst, zum Beispiel durch einen Jumpscare, der ja auch durch den Hund vorkam. Gegen dem Ende hatte man ja die Szene, wo ganz viel Spannung aufgebaut wurde durch den Flug eben mit dem Ballon. Und dann auf einmal eben die Oberfranken, die da waren, und man hatte eben diesen Gag, der ein bisschen unkonventionell ist, weil man ja sonst immer vielleicht ein Happy End einfach hat oder einfach irgendwie ein negatives Ende, und hier eben mit dieser Gag-Pointe. Wie kam es eben zu der Entscheidung, diesen Weg zu gehen? Also grundsätzlich finde ich das, ich vermisse das ein bisschen bei deutschen Filmen manchmal, im Thriller oder im Drama, dass der Humor so zu kurz kommt. Das können ja die Franzosen oder die Amerikaner sehr gut. Ne? Da ist immer, es gibt so Sollbruchstellen, so Ventile, wo der Zuschauer auch mal entkrampfen kann, mal lachen darf auch. Ja? Gibt sogar in Schindlers Liste Momente, wo man schmunzeln darf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Moment am Ende, der ist ja eh eine ganz große Erleichterung. Ja? Also es ist ja, führt ja eh zu einer extremen Entspannung. Und da dachte ich mir, da setzt man jetzt einfach nur einen drauf. Ja? Also es war tatsächlich so, dass sie gefragt haben, sind wir hier im Westen? Und die Polizisten haben halt gesagt, ja. Und das fand ich jetzt für so einen Film so ein bisschen langweilig. und das macht das Original übrigens, die sagen ja. Die sagen ja, genau. Ja, siehst du. Das hat dem Wetzel bestimmt auch nicht gefallen. Genau. So, aber in so einem, ist einfach auch eine gute Pointe. Und ich glaube, dass ich war auch neugierig, wie das Publikum darauf reagiert. Aber ich habe den Film mittlerweile ja auch zum Beispiel einmal in Dublin gesehen, auf dem Filmfestival. Und da funktioniert der Gag sogar mit Subtitles. Also das ist... Das geht auf, und ich glaube, die Leute sind dankbar dafür. Ja, das ist überhaupt ein Thema. Also, ja. Weil man sagt ja immer, deutsche Filme reisen schwer. Euer Film ist verkauft worden nach Großbritannien, Irland, Frankreich, Benelux, Griechenland, Italien, Spanien, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Nordamerika, Hongkong, Japan, Südkorea und Taiwan. Also das ist schon sehr beeindruckend. Fehlen noch welche. Du hast Australien vergessen. Australien kommt neu hinzu. Nächste Woche Kinostart in Frankreich. Ja. Ist das, also wie sind die Reaktionen? Du warst jetzt gerade in Frankreich letzte Woche. Mhm. Französisches Publikum guckt den Film natürlich anders. Also wir hatten mit Studio Canal natürlich einen tollen Verleih und ein tolles Studio, die ja ohnehin schon in Paris ansässig sind und die einen sehr, sehr guten Weltvertrieb haben. Frau Lange ist hier heute. Dankeschön, guten Abend. Ich hätte es auch gesagt, wenn du nicht da gewesen wärst. Ich helfe doch gerne. Bonus. Ich war natürlich neugierig, aber das hat sich schon ein Stück weit abgezeichnet vor einem Jahr in Cannes. Cannes ist ja nicht nur ein Filmfest, sondern letztendlich auch ein großer Filmmarkt, und dort wurde der Film schon angeboten, und nur aufgrund eines Showreels und des Drehbuchs hat sich der Film schon außerordentlich gut verkauft. Das heißt, das Thema ist im Ausland extrem interessant. Das ist universell halt. Ja, und ich habe jetzt auch festgestellt, ich hatte 2 Tage jetzt in Paris für Interviews, und ich habe auch festgestellt, dass die Haltung zu dem Thema ein Stück weit anders ist als in Deutschland. In Deutschland kann dir passieren, dass der eine oder andere sagt, oh, schon wieder so ein Film über die DDR. So, ne? Also es ist so eine kleine Müdigkeit da. Die jetzt hier in Frankreich, der lief da auf dem Filmfestival, da gab es gleich Jurypreis und Publikumspreis, fand ich auch nicht so schlecht. Ja. Die Journalisten waren irrsinnig euphorisch. Also und das muss ich jetzt einfach nur sagen, weil das ist wirklich, ich habe das Ding ja nicht gehört, die haben, jeder zweite fing mit Hitchcock an. Und ich saß so und ich... Ja, haben wir heute Abend auch. Und ich, echt... Also insofern, Franzosen ist ja die lieben Film. Ja, das merkst du auch in den Interviews. Ja, also ich habe hier schon auch in Deutschland schöne Interviews gehabt, aber ich hatte so den Eindruck, da spiele ich nicht so eine große Rolle. Also die kannten mich vorher einfach nicht. Und Macht's das leichter? Ja, ich bin halt nicht der Komiker. So, und die sehen halt da einen Filmemacher, der einen Film gemacht hat, der ihnen gefällt. Punkt. Und da ist es egal, wo er herkommt. So. Und das sind irgendwie andere Gespräche dann. Klasse. Wir drücken die Daumen für diese Tour durch die Welt mit dem Ballon. Noch Zeit für eine letzte Frage hier an der Seite. Warten Sie kurz aufs Mikro, bitte. Hallo. Also vielen Dank für diesen wunderbaren Film.
Wir wussten alle, wie er ausgehen wird, aber Mann, war der spannend. Ganz toll. Natürlich auch wegen der Musik, wie Sie schon sagten. Gibt es denn Pläne, eventuell einen Soundtrack rauszubringen? Es gibt einen. Ehrlich? Ja. Wo? Ich glaube, so ganz klassisch iTunes. Also es gibt leider CD. Ich musste auch lernen, CDs werden. Also ich habe kürzlich einen 12-Jährigen gehört, der gesagt hat, mein Vater ist so oldschool, der kauft sich noch CDs. Ja? Und jetzt ist natürlich, Soundtracks sind jetzt auch so ein bisschen Special Interest. So, ich liebe sie auch. Aber ich glaube, Sie können ihn tatsächlich bei iTunes runterladen. Das geht. Ein 12-Jährigen, das ist nochmal ein Stichwort für die vielleicht letzten beiden Fragen. Du bist auch jetzt auf großer Tour durch die Schulkinowochen, was ich ganz spannend finde mit diesem Film. Auch morgen zum Beispiel, wir organisieren die ja vom Haus aus für Hessen, fährst du nach Nidda und stellst das 3 Klassen vor und du machst das schon seit ein paar Monaten. Wie ist das denn? Wie reagieren denn die Kids da drauf? Die haben von der DDR ja vielleicht noch gar nichts gehört. Ja, gar nichts. Also die sind so 14 aufwärts. Ich glaube, die sind vom Schulstoff vielleicht gerade jetzt da beim Nationalsozialismus angekommen. So. Die wenigsten, klar wissen die, dass es irgendwann mal ein geteiltes Deutschland gab, aber das ist kein Thema. So, ne? Und insofern ist es total interessant, da mal zu sitzen. Und die erste Vorführung, die hatte ich tatsächlich im Januar in München. Großer Saal, 800 Teenager, Licht geht aus, alle datteln noch mit ihrem Handy rum und ich denke mir, boah, ich drehe gleich durch, wenn die jetzt dieses Handy nicht wegtun. Ja, so. Und dann war es aber so, nach 2 Minuten hat da keiner mehr gedattelt. Und dann saßen die, also wirklich, das muss man ja sagen, ne, die sind gewohnt, sich 5 Minuten Clips auf YouTube anzugucken und können wahrscheinlich keine 10 Minuten in Arschstille halten. So. Nichts, 2 Stunden, absolute Stille. Ne? Und das war toll. Und natürlich gibt es da ein paar kluge und schlaue Fragen und tolle Gespräche. Und das Schönste, was ich gehört habe, hinten ist mal einer aufgestanden, hat gesagt, also Herr Herbisch, erstmal Kompliment, das ist ein echt stabiler Film. Das ist ungefähr übersetzt das, was Sie gerade sagten. Also, wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank für diesen echt stabilen Film, das du hier präsentiert hast. Dankeschön. Großen Applaus. Michael Bulli-Herbig, heute hier in Frankfurt. Vielen Dank für das tolle Erlebnis. Kleiner Applaus. Vielen Dank.